Bits und so. Ich hatte mir ja damals, vor ungefähr 3 Jahren, als ich diesen Saal für die 400 gebucht habe, habe ich mir gedacht, das wäre ja ganz praktisch, wenn da kurz vorher so ein Apple-Event wäre. Also iPhone ist wahrscheinlich einen Monat vorher. Ja, ja. Und dann, wenn so zum Beispiel am 16. ein Event wäre, dann hätten wir frische Sachen. Und siehe da, Dalrymple hat den 21. genoped. Und es sieht jetzt relativ überzeugend aus, als wäre es der 16., an dem der nächste Event steigt. Richtig? Aha. Genau. Weil wir sind am 18. Wir sind am 18. und Apple liefert vorher. Das ist gut. Ja, ja. Naja, liefern vielleicht nicht. Alex, was erwarten wir? Neue iPads. Neue iPads. Ich sagen. Okay, gut. Also Kriegs und Zuckerl. wer hat noch einen Vorschlag? Leo, was schlägst du vor? Ja, also ich meine, iPads, nach allem, was man bis jetzt ja gehört hat, werden dieses Jahr nicht das hyperspannendste Produkt. Um es vorsichtig auszudrücken, vielleicht ja, kommt da irgendeine Überraschung aus der Ecke. Es würde dem iPad wahrscheinlich gut tun, aber also wenn man es nüchtern betrachtet, ja, weiß ich noch nicht so genau, wo da die Überraschung herkommen soll. Naja, also was in der Luft liegt irgendwie, was aber auch voll noch irgendwie auf nächstes Jahr warten könnte, ist halt so ein großes iPad. Ne? Da hätten wir wahrscheinlich dann aber auch mehr noch von gesehen. Also was am iPad spannend wäre, wenn sie diesen Split-Screen-Mode irgendwie noch anteasern würden. Die müssen ja nicht mal irgendwie jetzt schon ausliefern, aber dass sie den vielleicht zumindest mal vorstellen oder so. Fände ich spannend, dass du Apps nebeneinander ziehen kannst oder solche Geschichten, was es ja schon mal in den Betas gab, aber was jetzt mit iOS 8 auf jeden Fall nicht kam und auch mit iOS 8.1 nicht angekündigt ist. Also was in den Betas, konnte man sich irgendwie in den Simulator reinhängen, war jetzt nicht irgendwie öffentlich verfügbar. Genau. Ja. Exakt. Das wäre eine spannende Geschichte. Und ich meine, ansonsten, nicht spannend in Anführungszeichen, weil es klingt ja nach soliden Updates, also und auch, naja, natürlich nichts, kann man sich alles vorstellen, was da kommt, ja, Touch-ID und solche Geschichten, aber es wäre ein solides Update und ich glaube, das für dem iPad auch, wird das erstmal reichen, also ich glaube, das braucht keine neuen Spannungen jetzt erstmal dieses Jahr. Der Formfaktor wurde letztes Jahr ja dann nochmal irgendwie überarbeitet, die Geräte glaube ich nicht, die Gerätegrößen sich groß ändern. Nächstes Jahr kann ich mir gut vorstellen, dass sie nochmal andere Größen anpeilen, aber ich glaube, das treiben sie jetzt erstmal so weiter. Ich meine, es steht halt die Frage im Raum und ich denke, sie ist nicht ganz unberechtigt. Was soll das iPad? Ja. Also ich meine, die Frage stand ja schon immer im Raum und die steht jetzt halt umso mehr wieder im Raum. Seit das halt alles so ein bisschen vor sich hin tröpfelt, was die Verkaufszahlen angeht. Und für mich bleibt halt nach wie vor unverständlich, dass das iPad nicht mit dem iPad Air und dem Retina Mini abgehoben ist. Weil für mich bleibt nach wie vor, das, was im letzten Herbst an neuen iPads kam, war das Beste, was es bis jetzt an iPad gibt, bei weitem. Das war also letztes Jahr war wirklich ein Sprung, und zwar bei beiden Reihen. Also sowohl beim großen iPad als auch beim kleinen iPad war ein extremer Sprung. Also da hätte sich's gelohnt zu kaufen. Und was jetzt kommt dieses Jahr, ja, also ein goldenes iPad Air, da kannst du ja echt nur mit der Schulter zuckern vielleicht auch. Und Touch ID, ja, ist natürlich sinnvoll, dass der Fingerabdruckscanner da auch drin landet, ist ja alles okay. Aber die verkaufen Millionen davon pro Quartal. Das sind nicht die Millionen, die ein iPhone verkauft oder so. Ja, ja. Aber es ist das dominierende Tablet. Ja, jetzt auch nicht quantitativ vielleicht gesehen, weil es irgendwelche No-Name-Media-Consumptions-Dinger irgendwo über die Welt verschifft, keine Ahnung, wer die kauft, aber das iPad ist das dominierende Gerät, es symbolisiert die Marke, also es kommt kein anderes Gerät dran, deswegen, ich glaube, die Erwartung, dass das halt irgendwie Stückzahlen verkauft, die das iPhone irgendwie schafft, die ist unrealistisch. Ja, vor allem muss es das auch nicht. Für den Event, was so noch an Mac-Geschichten, da fleucht so ein Retina iMac durch die Gegend, durch die Gerüchte, ist die Frage, ob der tatsächlich schon auf dem Plan steht oder ob das nur Wunschdenken ist. Ja, technisch möglich wäre es ja. Also das ist ja auch so wirklich das Einzige, wo man jetzt noch ein Retina sinnvoll reinmachen kann, weil das Bildschirm kriegen wir nicht sinnvoll angeschlossen, also einen externen Bildschirm. Also
Und der Retina iMac wäre so das Einzige, wo man sagen könnte, ja, das wäre jetzt dann vielleicht mal und so. Und da sitzt man auch in der immer noch in der Distanz, wo es Sinn machen würde. Also warum nicht? Aber ich kann ihn mir nicht auf dem Event vorstellen. Also Retina iMac und iPads in einem Event. Ist euch einem von euch zufällig gerade der iMac abgeraucht? Ja, also weil ich habe es ja kurz vor der Sendung schon gesagt. Also erstens glaube ich, dass er kommt. Weil du es möchtest. Jetzt im Oktober. Also ich habe da jetzt eigentlich wenig Zweifel dran. Aber ich befürchte, dass der Preis, die Preismarke schmerzhaft sein wird. Und wenn wir einfach, ich meine, das bleibt ja dabei, wenn man dieses Dell-Display anschaut, was jetzt kam oder kommen soll und das Display allein 2500 ungefähr kostet und es ist ein Dell-Display, über das wir sprechen, dann müsste, ich meine, wo liegt jetzt der 27er iMac so, das absolut teuerste Modell, das liegt so bei 2000, vielleicht, wenn du alles hochkonfigurierst, kommst du jetzt mal nicht irgendwie super Arbeitsspeicherquatsch da reinballern mit Apple-Preisen, aber. Ich klicke mal einen schönen 27er für dich. Also der wird so wahrscheinlich zwischen 2, 3 liegen oder so. Also so eine halbe Uhr. Das ist das nächste Thema. Also ja, in der Ecke ungefähr müsste der landen, wenn du jetzt nicht völlig absurde Spezifikationen da noch reinballerst. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dasselbe Modell, sagen wir, von allen anderen Spezifikationen unverändert, kommt nur mit einem Retina-Display, was ja unter Umständen vielleicht eine recht brachiale Auflösung hat. Das geht ja hin bis hin zu wirklich 2x, also einfach einmal verdoppelt in jeder Länge und das müsste den Preis eigentlich ja locker in Richtung 3000 Euro. Also, das auf jeden Fall. Da sind wir ja wirklich an der Grenze, wo es langsam schmerzhaft wird. Da sind wir schon. Also ich hab dir gerade mal den aktuellen 27er Mac zusammengeklickt, den du von mir empfohlen bekommen würdest und da wärst du auch bei 3000. Also, ja, echt? Das, okay. Ja, also du willst, gut, da bin ich mal sehen, was hast du denn für einen iMac empfohlen? Also erstens willst du den i7, weil i5 ist ein Witz. Ja, ja. Okay, ja gut, da kann man drüber diskutieren. Wenn du was okay, mit dem machen okay. willst. Geschenke, ja, okay. 200 Euro geschenkt. Okay. Du willst 16 Gig Arbeitsspeicher, weil 8 ist ein Witz. Ja, also kannst du selbst austauschen, oder? Immer noch. Das ist das Letzte, oder? Was du selbst austauschen kannst, prinzipiell. Ja, kannst du selbst austauschen. Beim Großen kannst du selbst austauschen. Dann würde ich sagen, okay, dann sage ich, 16 ist gut zum Start. So. Ja, gut, es sind 200 Euro für die 16, das ist okay. Ja. Dann willst du eine drehende Festplatte? Nein. Dann willst du einen Fusion Drive oder eine SSD? Ja. SSD willst du. Und zwar 3 Terabyte, weil 1 Terabyte ist ein Witz. Ja. Sieh ähnlich, aber gut. Und dann willst du noch irgendwie die größere Grafikkarte, weil du willst ja da noch externe Thunderbolt-Displays an. Also bist du bei 2,9. Du hast recht. Und man kann das argumentieren. Und das ist genau der Punkt, wo ich mir jetzt so ein bisschen unsicher bin, wenn da jetzt ein iMac kommen soll, was wollen die da für eine Grafikkarte reinschrauben? Weil da können die keine Iris Pro mehr reinstecken. Also da ist ja auch keine Iris Pro drin. Da ist ja bei den Großen ist ja keine. Ja, aber selbst die Nvidia, die jetzt da drin steckt, die treibt uns doch kein 5K-Display. Ja, kommt dann irgend so ein AMD-Ding rein, was halt im Mac Pro auch drin ist. Ja, und dann wird's teuer. Also wenn die dann die 300 oder mehr reinschrauben müssen, dann wird's richtig teuer. Ja, also ich meine, wir haben ja jetzt die Preisstufen. Der teuerste, ohne aufzukonfigurieren, kostet ja einfach 2000. Also so Listenpreis. Den teuersten, den Apple als Standardmodell verkauft, ist ja auch immer albern, weil die sind ja praktisch identisch wie der 1800er, nur mit irgendwas höher konfiguriert. Aber kostet 2000. Und ich meine, was wird die nächste Preisstufe dann drüber sein? 2,5 kann eigentlich nicht sein, weil zu billig. Ja, also für 2,5 ein Retina-iMac wäre ziemlich reizvoll, wenn man sich vor allem überlegt, dass Dell für vermutlich ein ähnliches Display auch 2,5 verlangt. Okay, ich nehme jetzt Wetten an. Ah, diese Preiswetten. Also, keine Preiswette. Nein, keine Preiswette. Wir nehmen an, Geld spielt keine Rolle, aber du möchtest einfach in den Apple Store marschieren und in 2 Wochen sagen, guten Tag, Herr in dem blauen T-Shirt, ich spreche jetzt einmal mit dich an. Ich hätte gerne, geben Sie mir einen iMac und dann sagt er, ja, aber da ist ja noch eine drehende Festplatte drin. Gibt es noch Basisausstattungs-iMacs nächste, übernächste Woche
mit drehenden Festplatten. Ja, aber natürlich. Die werden ja neu produziert. Apple hat ja ein eigenes Werk auf Solarenergie basierend aufgebaut, in dem nur 5400 RPM Festplatten produziert werden. Von dem weltweiten Bedarf an langsamen Festplatten. Und die kaputt aus der QA zurückkommen aus diesem Werk, werden runtergedreht auf 4.2 und dann in die kleinen IMAX eingebaut. Und die letzten drei werden auch weiter runtergedreht in die iPad Classics, iPod Classics. Witz und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von enjoyyourcamera.com, eurem freundlichen Fotozubehörhändler. Wenn ihr das Bedürfnis habt, eine größere Kamera ausgefallen mit einem iPhone auszulösen, dann gibt es da die Trigger Trap Geschichten. Das ist ein Adapterkabelchen, was zwischen die Spiegelreflex und das smarte Telefon iOS oder Android reinkommt. Und da kommt ein Kabelchen dazwischen an die Kopfhörerbuchse. Und dann kann man mit der Trigger Trap App Sachen auslösen. Basti kennt das Spielchen auch. Das, ne? ist relativ spannend, weil so ein modernes Smartphone hat ja doch ist mal mehr als einen Sensor irgendwie. Also es hat ein Mikrofon drin, es hat eine Kamera drin, es hat ein Gyroskop, also es kann Bewegungen erspüren, es hat ein GPS drin und das ist ich was. Es hat eine Gesichtserkennung, genau. In Software drin. Ne? Du kannst auch sagen, so mit GPS kannst du dann so eine Verknüpfung machen, so wenn du 100 Meter weit gefahren bist mit dem Auto, löst die Kamera aus. Zum Beispiel. Das heißt, du hast dann einen Timelapse, der gleichmäßig schnell fährt, ja, auch wenn Stau war. Was total geil ist, weil das ist mit einem normalen Intervallometer einfach nicht machbar und damit ist es easy machbar und das Telefon habe ich sowieso dabei, da schließe ich einen Strom an und schraube mir dann irgendwo meine DSLR hin und dann passiert halt sowas und ich kann zusätzlich solche Sachen machen, wenn ich in die Hand klatsche, dann wird die Kamera ausgelöst oder wenn der Ballon platzt, dann hört die Kamera das und hört das iPhone das oder das Smartphone das und löst die Kamera aus. Also man kann sich wahnsinnig viele Sachen zusammenbauen und um eine Kamera auszulösen und da halt wahnsinnig kreative Sachen plötzlich mitmachen, die halt normalerweise einfach nicht machbar sind. Und ich meine, ich brauche da nichts für als ein Kabel und mein Smartphone, das ich eh schon habe. Dann lade ich mir eine App drauf, die kostet, glaube ich, nicht mehr was, oder? Die App kostet, glaube ich, nichts. Du zahlst halt für den Adapter. Da gibt es verschiedene Varianten so für die verschiedenen Kameras. Ein paar hundert verschiedene Kameramodelle unterstützt. Was aber ein Witz ist. Also wenn ich mal schaue, was... Also die kostet irgendwie 30 Euro, 32 Euro Größenordnung. Ich hab mir von Nikon so einen Infrarot-Auslöser mal gekauft. Der hat mich irgendwie 24 Euro gekostet. Einfach so ein Infrarot-Ding, das kann nichts außer drücken, jetzt Klick. So, und ihr könnt euch das einfach mal anschauen, die Hardware ist neu, die Software ist neu und ihr könnt damit, also viele von Spiegelreflexkameras und anderen Kameras, die sich irgendwie fernauslösen, zum Beispiel auch mit einem zweiten Gerät, ne? Also du steckst das eine Gerät an die Kamera, genau, mit dem Kopfhöreranschluss, gehst in Wi-Fi-Reichweite mit dem zweiten Gerät. Also alles, was die Infrarotfernbedienung auch kann, nur viel mehr. Genau. Guck mal auf enjoyyourcamera.com. Ich mache einen Link in die Shownotes und dann könnt ihr euch die Trigger Trap klicken und wir bedanken uns recht herzlich für die Unterstützung. Und Enjoy Your Camera müsste auch bei der 400 wieder anwesend sein. Das wollen wir doch hoffen. Das ist fantastisch. Dankeschön. Leo hat sich mal befasst mit der Familienfreigabe, richtig? Ich bin ja gespannt. Ich lege jetzt mal die Füße hoch. Ja, ist richtig. Was? Also die Idee man muss sich damit befassen. Ja. Braucht man denn eine Familie dazu? Ja, es ist empfehlenswert. Ah, okay. Und gerne auch so eine klassische Familienstruktur. Kommen wir nicht mit irgendwelchen Sonderfällen oder so. Ausgezogene Kinder, die irgendwie... Ja, das ist alles zu kompliziert. Das ist, nee, es muss so eine klassische Familie sein. Gleichgeschlechtliche Partner? Ja, das ist alles kein Problem. Oh, na gut, ja, dann... Das ist, kann alles Familienoberhaupt, Überhäuptin, Oberhaupt sein. Das ist alles falsch. Aber muss man denn in einem Haus, oder also ich könnte mir noch zusätzlich dazu erfinden, so muss in einem WLAN alles stattfinden. Du darfst nicht mehr vor die Tür. Ja, das wäre nicht schlecht. Es wäre aber auch nicht sehr viel mehr absurder, als das jetzt. Also wie geht's? Ich mache das direkt mal mit. Naja, wie geht's? Hör das erst an. Also grundsätzlich ist es ein extrem lobenswerter Schritt, dass Apple die Familie als Konstrukt erkannt hat und etwas versucht zu tun, was die Problematik löst, dass mehrere Leute unter einem Dach wohnen, mehr oder weniger, und
vielleicht dieselben Sachen nutzen wollen. Also eben Einkäufe aus dem iTunes Store, Musik, Filme, TV-Serien und natürlich Apps. Und der klassische Weg bis jetzt war ja, einen Account zu benutzen oder einen Familienaccount zu benutzen und dann auf allen Geräten von unterschiedlichen Leuten diesen einen Account drauf zu knallen. Und das ist natürlich ein Sack voller Schmerzen. Weil du, wenn du den Account wechselst, hast du deine üblichen Probleme, wenn Updates sind, wenn du zwei Accounts mischst, ja, oder wenn du natürlich sagst, du benutzt nur einen Familienaccount und einen iCloud-Account, dann könnte das irgendwie hinhauen, so halbwegs. Aber da kommt natürlich auch früher oder später kommen die Probleme, ja, weil du hast dann halt plötzlich nur noch einen Account, an den alle Einkäufe geknüpft sind. Und was ist irgendwie, wenn das Kind auszieht und irgendwie seinen eigenen Account haben will, weil es sich seltsame Apps runterladen möchte, die natürlich nicht im Familienaccount erscheinen sollen. Ich meine, die Konstruktionen, die man sich da zusammenstellen kann, sind, glaube ich, recht zahlreich. Oder muss ich einen neuen Account anlegen und ist dann nicht nur wegen irgendwelchen Studiengebühren verschuldet, sondern wegen den ganzen Einkäufen, die es nochmal tätigen muss? Ja, es ist halt, es ist dann halt alles mit einem Account verknüpft und dass das keine gute Idee ist für mehrere Leute, ist ja relativ offensichtlich. Also man gerät mit einem Account, den man sich teilt, gerät man früher oder später in Probleme. Die sind dann, kann man dann als weniger oder mehr schlimm jeweils behandeln, aber es früher oder später nervt es definitiv. Und zwei Accounts parallel zu benutzen, also einen privaten für sich sozusagen, einen persönlichen Account und einen Familienaccount, hat auch massiv Nervsachen. Jeder, der zwei Accounts oder mehr Accounts mit verschiedenen Ländern nutzt, zum Beispiel mit verschiedenen iTunes-Ländern, kennt das, und wir haben uns schon oft genug darüber ausgeheult. Das ist ein einziges Desaster. Ja? Du hast einfach nur Ärger. Und keine automatischen Downloads. Ja, du musst auf Funktionen verzichten, weil Basti, du hast doch mal die lustige Geschichte erzählt, dass du diese automatischen Downloads eingestellt hast, aber jetzt irgendwie alle Apps von deiner Frau irgendwie gepusht bekommst automatisch, die du dann löschen musst. Ja. Kann man natürlich sagen, verstehe ich, warum das passiert, aber vielleicht nicht so empfehlenswert so generell, ja, so jedem ans Herz zu legen. Ja, und du darfst natürlich auch kein iTunes-Match-Nutzer sein, weil jedes Mal, wenn du den Account wechselst, iTunes-Match natürlich vor die Hunde geht. Mhm. Und also all diese Sachen haben unabwägbare Konsequenzen. Also am besten, man tauscht niemals den App-Store und iTunes-Store-Account und hat am besten auch einfach einen iTunes-Account für sich und fertig. Also das macht es einfach am unkompliziertesten. Darauf ist das ganze System nun mal angelegt und alles andere ist ein Krampf. Und deshalb ist dieser Schritt zu sagen, okay, wir machen eine Familienfreigabe, in der jedes Familienmitglied seinen eigenen Account, an den eben alles geknüpft ist und der so entscheidend ist, jeder behält seinen eigenen Account mit seiner eigenen Apple-ID, mit seinem eigenen iTunes- und App-Store-Account und benutzt diesen Account weiter, völlig nahtlos, ohne da was dran zu ändern, ist zugleich aber Teil der Familie und hat automatisch in dem Moment, hat jedes Familienmitglied vollen Zugriff auf sämtliche Einkäufe von allen anderen, sowohl zuvor getätigten als auch in Zukunft getätigten Einkäufen. Und ja, kannst dir die sozusagen frei dann auf deine Geräte, also was sich die Schwester im iTunes Store gekauft hat oder der Bruder an Apps runtergeladen hat oder der Vater an Filmen gekauft hat, kann sozusagen jedes andere Familienmitglied sich dann entsprechend auch auf die eigenen Geräte nochmal kostenlos ziehen. Und das ist so, hört sich gut an, ja. Gutes Konzept, guter Schritt. Die Familienfreigabe hat noch so ein bisschen mehr Firlefanz dabei, dass sie dir irgendwie Zeug automatisch einrichtet, was du vorher hauptsächlich mit Hand machen musstest. Ja, also irgendwie gemeinsamer Kalender, gemeinsamer Fotostream und gemeinsame Standortfreigabe. Also das sind alles nette Sachen, aber das konntest du vorher ja auch irgendwie machen. Das wird jetzt nur einfacher. Ja, ist so ein nettes Beiwerk. Aber das Basisding ist, das Hauptding ist zu sagen, okay, du kannst halt eben die Einkäufe austauschen untereinander, ohne Accounts wechseln oder ohne einen Account weitergeben zu müssen und alle denselben Account wechseln zu müssen. Kann jeder seinen Account behalten und jeder andere kann auf die Einkäufe zugreifen. Bits und so kommt heute übrigens auch mit freundlicher Unterstützung von Hover, Hover/Oktoberfest. Bitte deutsch geschrieben. Prosit. Prosit auf die Domains. Also bei Hover gibt es Domains zu kaufen. Und zwar gibt es die regulären Domains, die wir seit vielen, vielen Jahren kennen und lieben. Die .coms unter den Domains, die .nets, die .orgs. Ja, ja. Aber es gibt auch die Hipster-Domains zu kaufen. Zum Beispiel jetzt im Angebot ist gerade .club.
gibt es aktuell für $5, gibt immer wieder Sale-Aktionen. Und ansonsten alle anderen Domains, Top-Level-Domains, die sie so haben, .bier, .berlin, .bayern. .bayern ist jetzt auch dabei, richtig, richtig. Zünftig. die sind, alle haben sie reduziert, fast alle haben sie reduziert. Es gibt nochmal Zusatzaktionen. Und wenn ihr eine Domain haben möchtet und dort einfach den Domainnamen registrieren möchtet, ohne größeres Theater und ohne, dass ihr euch versuchen, noch irgendwie eine Waschmaschine anzudrehen, dann könnt ihr das dort tun. Sie helfen euch auch beim Umziehen, wenn ihr schon eine Domain habt und die Zuhafer umziehen möchtet, dann erledigen die das für euch. Das ist dieser Valet-Service, den ihr in Anspruch nehmen könnt, entweder per Telefon oder per E-Mail. Dann sagst du hier, meine Domain so und so, ziehst du mal um, hier sind meine Anmeldedaten vom alten Registrar, hol die rüber, hol die DNS-Einträge rüber, guck, dass das funktioniert, dann machen die das. Ja, ich wollte natürlich gerade wieder so wie jedes Mal anprangern, dass schnitzelweb.com noch frei ist. Der Hörer Martin war schnell genug. Deswegen habe ich vorhin auch einen Lachenfall bekommen, weil er hat da auch Content auf schnitzelweb.com gestellt. Ja, das würde ich jedem mal empfehlen. Nun gut, das kann man natürlich machen, wenn man sich so eine Domain kauft. Geht mal auf schnitzelweb.com und dann ist das soweit, ja. Okay, gut, das kann man machen. Das ist natürlich eine Verschwendung von Domains. Nein, es gibt ja genug, es kann jederzeit. Genau, also schnitzelweb.bayern ist sicher noch frei. Oh Gott. Also, wenn ihr jetzt aber, ist der Gutscheincode nicht mehr Schnitzelweb, sondern Oktoberfest auf Deutsch geschrieben, also hoffer.com/Oktoberfest, dann könnt ihr euch eine Domain holen und dann ist dafür Neukunden 10% Rabatt. Aber auch für alle anderen sind fast alle Top-Level-Domains reduziert und aktuell gerade .club für $5 zu haben. Schnitzelweb.club wäre auch eine Möglichkeit. Schnitzel.club. Schnitzelclub. Ja. Danke an Haber für die Unterstützung und hol dich mal ein paar mehr Domains. Das Internet ist noch nicht voll genug. So. Was war da noch? Testflight. Also Testflight war ja mal ein Third-Party-Dings, um Betas zu verteilen von iOS-Apps. Jo. Und das ging bisher über diese 100 Devices, die du in so einem normalen Account irgendwie haben konntest. Konntest du an diese 100 Devices irgendwie Ad-Hoc-Versionen von deinen Apps verteilen. Und das war von Hand irgendwie doof und Testflight hat das so ein bisschen hübscher gemacht. Das war immer noch ein bisschen doof, weil du musstest ja immer noch, der User musste da rein und dann trotzdem seine scheiß ID dir übermitteln, dass du die in das scheiß Provisioning-Profil rein. Und es war alles nie schön. Nee, nicht so richtig, aber es war noch mehr schön als komplett von Hand. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. So, und ich muss dieses Bild wegmachen, das ist nicht wahnsinnig. Ja, zu Recht. Das hast du selber gemacht, also. Ja, das, ja, gut. Wo waren wir? Testflight. Und dann hat sich Apple, und es gibt ja also andere Services, die so ähnliche Sachen tun, also Crashlytics macht inzwischen sowas Ähnliches und Hockey macht sowas Ähnliches. Und Apple hat sich aber Testflight eingekauft. Und haben es dann jetzt für Neuanmeldungen zugemacht und Testflight angesagt, dass sie das in iTunes Connect integrieren, damit du also als Entwickler nicht mehr an diese 100 Geräte gebunden bist für externe Betas, sondern du hast 1000 User extern und 25 User intern, denen du das auf so einem Weg geben kannst. Und was sie jetzt also haben, ist eine Testflight-App, die also so ähnlich funktioniert wie ein kleiner App-Store. Und wo du deine Tester, dann musst du den Tester nur noch sagen, installier dir die Testflight-App aus dem normalen App-Store. Ja. Du bist mit einem Account irgendwie bei Testflight angemeldet. Ja. Und dann kriegst du eine E-Mail, klickst den Link und es öffnet sich in diesem Mini-Testflight-App-Store diese Beta. Und diese Beta kann dann eben über den normalen Weg Xcode zu iTunes Connect dort reingeschoben werden. Was da auch sehr spannend ist, dass es, wie du schon gesagt hast, 1000 User sind, nicht 1000 Geräte. Also wenn ich jetzt 5 verschiedene Geräte habe und einen Testflight-Invite bekomme und auf den ganzen Geräten habe ich dieselbe Apple-ID drauf, dann kann ich mich auf jedem dieser Geräte in dieses Testflight reinklemmen und auf jedem dieser Geräte diese App installieren. Was halt manchmal sehr, sehr praktisch ist, wenn du halt Apps hast, die zum Beispiel ein zweites Companion-Device brauchen zum Testen. Ja, so iPhone 6 nach 2 Wochen. Wie schaut's denn aus? Wer hat denn sowas? Also ich habe so ein iPhone 6 und ich habe das jetzt 2 Wochen und es ist ein schönes Gerät, ist schön schnell und
ich muss gestehen, so nach 2 Wochen fällt mir schon wieder ein, was das iPhone 5 für einen unfassbar geilen Formfaktor hatte. Und ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dem 6er, aber so von in der Hand liegt so ein 5er einfach schon besser. Ich sag's dir ja ungern, aber das habe ich ja vorher gesagt. Ja, das habe ich auch nie bezweifelt, muss ich ja gestehen. Aber es ist jetzt für mich nicht der heilige Gral. Ich meine, das mögen jetzt Alex und Leo wahrscheinlich ganz anders sehen, da mit ihren kleinen Fernsehern, die sie da gekauft haben. Aber ich hab das 5er halt zu Hause immer noch rumliegen und ich benutze es ab und zu. Und ab und zu klingelt es halt, wenn das klingelt. Und dann gehe ich halt am 5er auch mal hin, einfach weil ich es geil finde. Und das ist schon... Es ist schon so, man kommt halt einfach auch überall hin. Und das ist das, was mich am 6er so am allermeisten stört. Ja, das ist ja jetzt, bei dir ist es ja explizit der Wechsel also zwischen 6 und 5S. Und bei mir ist es jetzt so, also ich habe mich, mein Gehirn hat sich komplett umgestellt auf 6 Plus. Und wenn ich das 5er in die Hand nehme, dann wundere ich mich ernsthaft, was das für ein lächerliches, winziges Display ist. Weil ich sehe einfach nichts auf dem Display. Und ich denke wirklich mal was und ich halte es irgendwie so ganz nah vor meinem Gesicht. So. Es gibt auch diese Zoolander-Geschichte. So. Ja. Building, what's this? Ja, so, this is a phone for hands. Phone for hands. Und ich denke jeden Tag an diese Zoolander-Szene. weil ich wirklich erstaunt bin, wie nachhaltig diese Änderung nach kurzer Zeit bei mir sich eingespielt hat. Dass mir das 5S, was ja sozusagen schon das größere iPhone ist, so also 5er oder 5S, schon das größere iPhone war. Und ich habe jetzt hier auch keinen 4S oder so mehr rumliegen, weil wenn du das in die Hand nimmst, dann denkst du wahrscheinlich, das ist irgendwie ein Winzgerät. Hast du das so den 2000er Flashback, so Nokia? Ja. Also da möchte ich ich habe mir heute ein 4S in die Hand genommen und es war so fett, es war so unglaublich dick wie die sprichwörtliche Tafel Schokolade mit den Nüssen drin. Und es war, aber die Größe fand ich trotzdem noch toll, weil das so kompakt ist. Also das ist schon richtig. Also ich sehe auch deinen Punkt komplett, Leo. Also ich mag den großen Bildschirm. Also ich mag den sehr gerne. Ich hätte nur gerne den großen Bildschirm in einem kleineren Telefon. Das ist natürlich physikalisch komplett unmöglich. Ja. Das sehe ich auch komplett ein. Es geht mir auch jedes Mal so, wenn ich jetzt wieder ein paar Tage ausschließlich das 6er benutzt habe und das 5er in die Hand nehme, denke ich mir, oh mein Gott, ist das niedlich. Und wenn ich mir mal ein 4er in die Hand nehme, dann denkst du dir halt, dann fällt dir alles runter. Und wenn du den Screen aufmachst, dann so, ja, es ist schon schön, wenn da ein bisschen mehr Platz drauf ist. Aber so, also ich meine, allein der physikalische Formfaktor und das, wie ich damit interagieren kann, ist bei dem 5er einfach besser für mich. Ja, die Bedienung ist nochmal eine eigene Frage, aber jetzt einfach vom Gefühl her, finde ich auch, wirkt für mich das 5S dann im Vergleich, wenn ich vom 6er wieder zurückwechsle auf, also vom 6 Plus wieder zurückwechsle auf 5S, dann wirkt das für mich unglaublich klobig und kantig und erstaunlich schwer. Das verblüfft mich immer am meisten, weil das 5er im Vergleich. Das 5er oder 5S ist ja nun wirklich leicht. Wirklich, wirklich leicht. Das heißt, das 6 Plus ist wiegt nicht wirklich das Doppelte, aber es wiegt fast das Doppelte. Ja? Wir haben irgendwie 112 Gramm und 170. Über 170, ja. Und also das ist ein Riesen, für diese Gewichtskategorie ist ein Wahnsinnsunterschied. Aber das Komische ist, dadurch, dass das 5er viel dicker und viel massiver und eben viel kantiger ist, macht es, wenn ich es in der Hand habe, wirkt es für mich fast vom Gewicht her ähnlich. Das verblüfft mich jedes Mal wieder, wenn ich zwischen den beiden Geräten wechsle und gerade wenn ich auch länger mit dem 6 Plus rumhantiert habe. Auf der anderen Seite ist, also wenn man das, ich habe halt normal jetzt dieses Leber-Case drauf und wenn man das nicht drauf hat, dann so schön dünn das 6er ist, aber es liegt nicht richtig in der Hand für mich. Und da ist wiederum das 5er deutlich besser. Ja, mir ist was eingefallen. Sehr gut. Ich pick das einfach der Einfachheit halber, weil aus Alternativlosigkeit, aber ich pick's auch, weil es mir ganz gut gefallen hat. Und zwar ist das Ping, der glückselige Name, den Apple einst für sein grandioses Social Network genutzt hat.
wurde reinkarniert, nicht von Apple, sondern von den Leuten, die für mich wenig interessante App Secret gemacht haben, die sich ja da auch so ein bisschen durchgezogen hat, bei der man einfach irgendwelchen Krempel in Anführungszeichen, 10 Anführungszeichen anonym posten konnte und dann ist das so durchs Adressbuch Kontakte gewabert und konnte dann auch kommentiert werden und so weiter. Und ja, das war halt die Secret-App und die haben jetzt eine zweite App entwickelt, unabhängig wohl davon, die eben Ping heißt. Sie ist kostenlos und das Lustige an ihr ist, dass sie hat mehr Funktionen als Yo. Und ist jetzt doch kein Qualitätsmerkmal, aber ich bin gespannt. Nein, aber sie legt auch darauf an, die lebt sozusagen als Push-Benachrichtigung. Also wer sowieso schon totalen Benachrichtigungs-Overkill hat und verzweifelt, wenn neue Benachrichtigungen ankommen, der bitte diese App nicht herunterladen. Wer aber ja also nichts hat gegen die ein oder andere Benachrichtigung, der kann Ping durchaus mal ausprobieren. Also Ping ist wirklich, legt es darauf an, lebt sozusagen in deiner Mitteilungszentrale hauptsächlich. Und das Schöne ist, du lädst dir die App einfach runter, installierst die und kannst zu einer, ja, ich sag jetzt mal aus dem Bauch raus, 10, 20, 10, 15 Themen Skurrilitätsvorgaben kannst du dir auswählen, was dich interessiert. Du musst auch keinen Account anlegen. Du musst dich nicht mit deinem Twitter, Facebook, Schnippi-Schnapp-Account einloggen oder sonst irgendwas. Du wählst einfach nur Themen aus und das reicht halt von totalem Quatsch irgendwie bis hin zu gib mir neue Ereignisse aus Hongkong und so eine Art Live-Ticker-mäßig bis hin zu schick mir halt irgendwie Hinweise auf neue Apps oder was halt im Kino anläuft und so weiter. Und daraus kann man sich so eine, ja, grob gesagt, Interessenliste zusammenstellen und bekommt dann in unregelmäßigen Abständen Push-Benachrichtigungen. Oder Google Trends ist, glaube ich, dabei, Twitter Trends, Firlefanz, kann man sich alles machen oder irgendwelche Witzchen oder Mini-Horror-Geschichten. Also es reicht halt von Quatschunterhaltung, die vielleicht ganz nett ist, bis schnell wahrscheinlich auch nervend wird, bis hin zu dann mal mehr oder minder einzustufenden nützlichen Informationen. Und ja, kommt halt als Push-Benachrichtigung. Teilweise wird dann, man wird dann halt entsprechend, wenn es dann jetzt irgendwie eine Geschichte dazu gibt oder halt jetzt bei Filmen dann halt der Trailer, wird man dann, wenn man die Push-Benachrichtigung öffnet, entsprechend dahin weitergeleitet. Und ich dachte mir, ich habe es einfach ausprobiert, weil muss halt mal ausprobiert werden, aber war bis jetzt doch relativ davon angetan, muss ich sagen. Ich meine, es hängt wahrscheinlich sehr stark damit zusammen, wie viel Zeug man sich da von den vorgegebenen Kategorien reinpushen lässt. Aber ich war erstaunlich angetan von der, ja, um nicht zu sagen, der Qualität von dem Zeug, die da reinkam. Also das, es hat mich bis jetzt nicht genervt, was wirklich ein sehr positives Urteil ist, finde ich, für eine App, die halt Push-Benachrichtigungen verschickt und wird nach wie vor auch jetzt auf meinem Gerät verbleiben und mit aktiven Push-Benachrichtigungen mir Zeug schicken. Also das hat mich erstaunt, muss ich sagen. Insofern also war ich Push-Benachrichtigungen angetan. Push-Benachrichtigungen, die nerven, dafür bin ich ja, oder nicht nerven, hast du gesagt. Ja, nicht nerven. Ah, also okay, nee, dann bin ich raus. Nee, also es ist halt so wie RSS für ganz, 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 ganz Arme. Wenn Twitter RSS für Arme ist, dann ist halt das hier für ganz, 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 ganz Arme, oder? Jein, also das ist natürlich schwierig, das über einen Kamm zu scheren, weil es halt wirklich schon was ganz anderes ist als RSS oder Feeds im klassischen Sinne. Also ich meine, du lässt, ja, also der Anspruch dieser App ist letztlich wahrscheinlich, dir möglichst interessante Sachen zu liefern. Das ist die alte Herausforderung. Das ist ja eine Herausforderung, die RSS ja nie bewältigt hat. Ja, RSS ist dafür gut, dir das zu liefern, was du abonniert hast, aber RSS ist nicht gut, dir das zu liefern, was wirklich wichtig, relevant und vielleicht interessant wäre, dann in einer automatisierten Form. Und das ist ja ein Problem, das noch keiner gelöst hat. Ja, ich meine, Facebook versucht es halt mit seinem Newsfeed, in dem halt irgendwelcher Firlefanz auftaucht, der für dich relevant sein soll oder es halt ist und vielleicht auch nicht ist und meistens wahrscheinlich nicht sein wird.
Twitter löst gar nicht das Problem. Ja, da liegt es halt auch komplett in deiner Hand, dir deinen Feed so zusammenzustellen, dass das möglichst interessant für dich ist. Und Ping versucht es da mit seinem eigenen Ansatz. Ich weiß nicht genau, was sie, ich meine, die versuchen halt da einzubeziehen, worauf du reagierst, was dich interessiert, wo du dich dann, auf welche Benachrichtigung du reagierst und so weiter. Und versuchen, das einfließen zu lassen. Wie gesagt, ohne, du musst dich nicht anmelden, es ist an keinen deiner bestehenden Accounts geknüpft. Und insofern fand ich es ganz, ganz nett als Einstieg. Und wenn, je nachdem, wie die Qualität der mir gepushten Sachen weitergeht, bis jetzt war ich positiv überrascht davon. Da finde ich ja immer noch seit sehr gut, ZITE. Das ist so auch so wie Flipboard, nur ein bisschen weniger Firlefanz. Und die haben auch ganz okaye Sachen da an Themen immer drin. Ich habe vor ein paar Tagen diese Sprechkabine Twitter-Account angelegt und sowas, beziehungsweise ein bisschen umbenannt und umgezogen und auch dabei einen neuen Account angelegt. Und der Zustand von Twitter lässt sich immer ganz gut ablesen von diesem Wizard für neue Mitglieder. Und der ist im Moment auf totaler Wahnsinnsstufe, weil du sagst irgendwie so Name, Username, Passwort. Und dann kriegst du so eine Liste mit 40 Trottel-Accounts irgendwie vorgelegt. Und du kannst nicht sagen Skip und alle aus, wegklicken und nicht folgen, sondern du musst alle einzeln, alle 40 Stück anklicken und wegklicken, damit du denen nicht folgst. Das ging auch mal anders. Bist du dir sicher, dass das so ist? Ich habe geguckt nach dem nicht diesen Trottel-Accounts folgen. Okay. Weil das ist ja wirklich fast unglaublich. Und ich habe es nicht, also ich habe es auf jeden Fall, wenn es da war, war es extrem gut versteckt und ich musste halt 40 Mal auf X klicken, um diese Accounts wegzumachen. Und in der offiziellen Twitter-App ist jetzt das Top meiner Timeline nicht möglicherweise mein letzter Tweet oder so von diesem automatischen Sprechkabine-Account. Sondern das Top von meiner Timeline ist, willst du nicht Manuel Neuer folgen? Da ist der Huster ganz angebracht gewesen. Also das ist unmöglich, was die Leuten, die das, also dass die neu ankommen und den offiziellen Client benutzen, was sie denen reindrücken. Ja, aber da siehst du ja vielleicht auch, was die Zielgruppe so ist und wer sich da so anmeldet neu bei Twitter. Weil die werden das sicher nicht zum Spaß machen, dass sie sagen, boah, Manuel Neuer finden wir so gut, den müssen wir pushen, weil den muss man nicht pushen, das bringt nichts. Aber das ist halt jemand, der, wenn sich jemand neu bei Twitter anmeldet, den möchte der oder die, meistens wahrscheinlich in dem Fall der, sehen an der Stelle. Also weil vielleicht ist die neue Zielgruppe, die neue Anmeldeschicht bei Twitter der Footboy-Fan. Den gibt es auf jeden Fall. Ja, aber weißt du was, wir machen das jetzt einfach mal. Wir machen uns einen neuen Twitter-Account und schauen uns das an. So. Schnitzel. Aha. So, dann gebe ich gleich eine E-Mail ein. Unterhaltet so lange mal. Ja, ich bin übrigens ein bisschen enttäuscht hier von meinen Emser-Pastillen. weil, wie man vielleicht an meiner Stimme hört, die beginnt gerade zu versagen. Und ich habe inzwischen schon so eine halbe Packung gegessen. Vielleicht muss ich jetzt einfach zwischendrin mal singen, dass ich das so hören würde. Also ja, funktioniert nur bei Singen. Ja, für viele Redner und Sänger. Also ich weiß nicht, ob das ein und oder ein und ist. Weil vielleicht muss man viel Redner und Sänger sein, damit das die einfach irgendwann funktionieren. Also inzwischen, viele Redner habe ich, glaube ich, heute hinbekommen. Aber trotzdem möchte die Stimme bald nicht mehr. So, pass auf. Also Schnitzelwert meldet sich jetzt neu für Twitter an. Let's go. Erster Schritt. Was interessiert dich? Popular Accounts, Musik, Fußball, Sport, Stars, Nachrichten, TV, Comedy, Tech und Wirtschaft. Finde ich gut. Ja, aber da ist doch der erste Fehler. Ja, nee, nur popular Accounts. Nein. Gleich abhaken. Gar nichts. Abhaken. Gar nichts. Weg. Okay. Ja. Weg. Das ist wichtig. So, suggestions for you. Follow 38 and continue. Nein. Oh, das ist auch ziemlich gut, dass du Tech News angeklickt hast als einziges und direkt hier, guck mal. Ich hab nichts angeklickt. So, hier unten ist Schluss und hier ist wieder Back to Top. Ja?
ich kann jetzt hier nur diesen 38 folgen oder ich klicke hier 38 mal auf X. Das ist ein Fail. Ich sehe es nicht. Also ich sehe keinen alle weg. Naja, auf der anderen Seite jemand, der mit Vorname Schnitzel heißt. Für den ist es, glaube ich, die richtige Auswahl. Der möchte dem DFB und dem FC Bayern direkt folgen und vielleicht am Schluss irgendwann mal noch irgendwas von Jimmy Fallon mitbekommen. Weißt du was, ich folge jetzt mal diesen 38 und schau mal, wie dann mein Tag das ist, wenn der, ich das durchlese. Der Tag wird ganz fantastisch. Ja, glaube ich auch. Find People You Know, dann kann ich hier AOL, Gmail, Outlook und Yahoo-Freunde reinpumpen. Ja, AOL-Freunde. Hier unten ist ein Skip the Step, ne? Hier rechts unten. Hol erstmal deine AOL-Freunde rein jetzt. Und ich meine, Gmail-Kontakte, die sind ja vorgefüllt. Mit jeder Person, der ich jemals geantwortet habe, ja, ever. Genau. Ja. Und welcher Grafiker hat denn dieses Bild zu verantworten da? So, hier, wir treffen uns, willst du mal hier, Vögelchen, ja? Nein? Was ist denn das? Die gesichtslosen User. Wir treffen uns hier, Vögelchen. Ja, was ist denn da los? Also, das kann ja wohl nicht ganz richtig sein. Oh, okay, aber da darf ich skippen, ja? Das ist schon mal nett. Okay. Oder soll ich da meinen kompletten Gmail-Account rein? Hang on a second while we set up Twitter for you. Oh ja. Na, wollen wir mal sehen, was jetzt hier auf der Schnitzelweb kriegst du erstmal. Da ist halt schon was los. Erstmal promoted, promoted der Standard.at. Oh ja. Der Standard.at. Okay. Die besten. Die besten. Und dann habe ich jetzt rechts noch neue. Manuel Neuer natürlich. Ja, ich gleich folgen. Sky Sport News HD und Sports Total. Und hier ISBN, Sportscenter. Aber Sportscenter ist schon, scheint auch das ein bisschen unangenehmer. Aber wie sind wir denn jetzt von Bayern München zu ISBN Sportscenter? Ja, weil das war damit halt dabei. Aber die haben doch jetzt nicht. Nein, aber der hat doch anscheinend extreme erkannt an der IP-Adresse, der muss irgendwo in Süddeutschland sitzen. Ja. Sonst würde er die auch nicht hier den Standard vorschlagen, oder? Ja. Und wie kommt denn da irgendwie so eine NFL-Empfehlung rein? Dann? Ja, weil er hat wahrscheinlich gesagt, okay, er sitzt im Süden an der FC aber Bayern ich und das ist noch Deutscher. FC Bayern und Joko und Klaas gefolgt, oder? Ja, aber vielleicht den anderen da auch. Ja, aber doch Sportscenter hat doch jetzt nicht seit der Einzige, der seit Tagen irgendwie getwittert hat. Naja, hier. Wahrscheinlich twittern die in einer Tour. Weil da ist doch jetzt, es ist doch gerade wieder Spiel. Ja, es ist doch gerade hier an der Westküste ist gerade doch Footballspiel. Hier, Katy Perry ist was anderes mal zwischendurch. Der bist auch schon gefolgt. Katy Perry bin ich gefolgt. Gut so. Das ist der Sponsor-Tweet von Audi. Nee, Mario Götze retweetet Audi. Was? Ja. Wow. Du musst Katy Perry, Sportscenter, Katy Perry. Wenn du richtig die Followerzahl reißen willst, musst du in die Standard-Accounts beim Neuanmeldung. Da musst du reinkommen irgendwie. Aber da kannst du ja auch nichts von kaufen. Ja, und Joko und Klaas, ne? Das war's. Wo wir gerade dabei, habt ihr gesehen, wie Zach Braff bei Joko und Klaas war? Nee. Sehr zu empfehlen, gibt's als einzelnen Clip bei Zirkus Halligalli, sucht mal nach Zach Braff und Zirkus Halligalli, sehr, sehr, sehr zu empfehlen, weil natürlich Zach Braff auch Quatsch mitgemacht hat und das ist sehr gut, kann man sich angucken. Sehr gut. Dann muss ich noch empfehlen den Valulis-Clip, wo er Joko und Klaas macht, ne? Oh, den kenne ich noch gar nicht. Ja, am Kreuz. Sehr schön. Bisschen, ja. Also, dann ist hiermit mein Pick die neue User Experience bei Twitter. Ziemlich gut. Und ja, nee, das lassen wir mal. Ne? Also, wenn ihr euch neu bei Twitter anmeldet, macht's nicht. Lasst es einfach. gut. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns demnächst bei der Bits und So 400. Das ist ja auch schon sehr bald. Bitte schauen Sie vorbei, möglicherweise in Person. Dann brauchen Sie ein Ticket oder Sie schauen dann im Online-Ticket vorbei. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Aber wir haben noch mal eine Sendung nächste Woche. Yeah. Danke. Servus. Tschüss. So. Gute Nacht. Schönen Tag.